Also das Thema Abschluss- und Einwandbehandlung ist zum größten Teil eine Einstellungssache. Man muss sich das schon vorher überlegt haben, wie man mit Einwänden umgehen will. Denn Menschen, die einen Plan und ein Ziel haben, setzen sich durch. Und Menschen, die keinen Plan und kein Ziel haben, werden von anderen gesteuert. Also das Ganze nur vorweggestellt. So, irgendwer drückt jetzt bitte auf Sternchen 6, damit die Hintergrundgeräusche verschwinden. Und dann geht's weiter. Ich schicke die Präsentation nachher rum, von daher lass uns auch nicht viel Theorie machen, sondern einfach direkt durchstarten, und zwar mit dem Prozess für Einwandbehandlung. Und ihr kennt schon das Format. Ich erzähle euch eine Bildergeschichte und ihr müsst die Bilder oder ihr speichert die Bilder im Kopf ab und das Ganze hilft uns, den Prozess aufzuhängen. Bereit? Okay. Also, es tut einen Schlag und mit einem Mal öffnet sich ein Airbag, ein schöner, angenehmer, weicher, weißer Airbag. Aus diesem Airbag wächst eine gigantische Lupe. Und da wir als Verkäufer ja neugierig sind von Haus aus, gucken wir durch die Lupe durch und sehen eine große, große Wand. Groß, lang, breit. Weil wir so neugierig sind, gehen wir jetzt an diese Wand ran und untersuchen die mal genauer, rütteln ein bisschen daran rum und siehe da, die lässt sich zur Seite schieben. Und wir schieben die zur Seite, die scheint aus Pappmaché zu sein und finden danach eine Wand und die ist kleiner, aber die ist wesentlich solider und wir versuchen daran zu rütteln und die steht fest und die bewegt sich nicht. Eine Wand hinter der Wand, die davor ist. Als wir genug dran rumgerüttelt haben, wachsen aus dieser Wand Lippen und fangen an, mit uns zu sprechen. Seht ihr noch dabei? Und als die Lippen fertig gesprochen haben, kommt ein Wetterballon aus den Lippen und steigt gen Himmel. Wollen wir alle kurz kontrollieren, dass wir es drauf haben? Es tut einen Schlag und was öffnet sich? Ein Airbag. Ein Airbag. Daraus wächst eine? Lupe. Super. Wir gucken durch und was sehen wir? Große Wand. Eine große Wand. Was machen wir damit? Wegschieben. Wir schieben die zur Seite. Was finden wir dahinter? Was war das? Noch eine Wand. Noch eine Wand. Und nee, die ist klein, aber Lippen. Und sehr solide. Ja, erstmal kommt dann noch die kleine Wand. Die ist sehr solide, lässt sich nicht wegschieben. Und aus dieser Wand, als wir festgestellt haben, dass die sich nicht bewegt, wachsen die Lippen und reden. Und als die Lippen fertig geredet haben, was passiert? Dann kommt ein Wetterballon. Sehr gut. Aus den Lippen. So, damit habt ihr den Einwandbehandlungsprozess abgespeichert. Der Airbag steht für Puffern. Wann immer ein Einwand kommt, nachdem man da 2 Stunden bearbeitet hat, gehen wir als Verkäufer leicht in den falschen Zustand. Ich kenne das auch. Ich fahre ja zu einem normalen Verkaufsgespräch irgendwie mal mindestens einen Weg 3 Stunden, der ganze Tag ist futsch. Und wenn mir dann so ein Möbelhändler sagt, jetzt muss ich nochmal schlafen, dann macht das was mit meiner Laune. Und am liebsten möchte ich dem erklären, hör mal, du hast in deinem Leben schon viel zu viel geschlafen, jetzt ist mal dran mit Aufwachen und wir fangen jetzt an zusammen zu arbeiten. So, dieser Zustand, also es gibt 2 Arten von Zuständen, in die wir Verkäufer gehen. Entweder wir sind auf Angriff gepolt, das bin ich eher, dann fangen wir an, da dem zu erklären, warum das gar nicht gut ist, jetzt nochmal zu schlafen und dass er mal loslegen soll. Oder wir sind auf Flucht gepolt und dann, das sind die Leute, die sagen, ach, immer ich und meine Kunden wollen sich nie entscheiden und die Kunden können sich nicht entscheiden und diesen Quatsch. Beides ist total ungünstig. Übrigens, der Kunde ist zu diesem Zeitpunkt auch in einem ungünstigen Zustand. Ne? Der sagt uns ja nicht gerne, ich gehe jetzt wieder raus und bringe dich um dein wohlverdientes Geld.
Also, was ist ein Puffer? Wir lehnen uns entspannt zurück. Leider ist der Bildschirm jetzt nicht an. Lächeln, legen den Stift, den Kaufvertrag oder die Tastatur zur Seite, entspannen uns. Und dann verbal machen wir dem Kunden klar, das ist total okay, was du hier machst. Das ist Tagesgeschäft. Ich habe das 1000 Mal gehört. Ich reg mich nicht drüber auf. Ich bin okay, du bist okay. Die Lupe, der nächste Teil des Prozesses, steht für Nachfragen oder Nachforschen. Das machen Forscher ja mit Lupen. Also, wir müssen genau rauskriegen, was denn eigentlich das Problem ist. Denn die Leute sagen uns, ja, der Preis ist das Problem. Ja, was genau am Preis? Ja, ich kann das heute nicht entscheiden, ich muss noch mal schlafen. Ja, interessant. Warum denn? Ja, also, die Lupe steht für Nachfragen, Nachforschen. Was war das nächste Symbol? Die große Wand. Die große Wand, die davor steht, steht für die Vorwände. In den meisten Fällen gibt es einen Grund, nicht zu kaufen, der gut klingt, und einen, der wahr ist. Und standardmäßig sagen sowohl wir wie auch unsere Kunden immer den Grund, der gut klingt. Das heißt, wenn wir kein Geld auf der Naht haben, dann sagen wir nicht, lieber Möbelverkäufer, ich habe keine Kohle, ich habe mich hier in der Haustür geirrt, sondern wir fadeln irgendwas von Schlafen, Messen, Frau fragen und so weiter und so fort. Also diese große Wand, die davor steht, ist der Vorwand und es gilt zu klären, was ist denn hier genau? Ist das ein Vorwand, ist das ein Einwand? Das sind Fragen wie zum Beispiel, gibt es außer der Tatsache, dass Sie unbedingt nochmal drüber schlafen wollen, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Das nächste Symbol ist die eine Wand, die dahinter steht und die ist sehr solide. Das steht für den Einwand und der Prozessschritt ist, wir müssen den Einwand isolieren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das die Sache ist, die jetzt gerade den Fortschritt im Verkaufsprozess stoppt. Ihr kennt bestimmt alle das Problem. Irgendwie der Kunde hat gesagt, keine Ahnung, er kann das nicht bezahlen. Und ihr habt mühsam irgendwie eine Finanzierung zusammengestoppelt und seid ganz glücklich, Finanzierung ist durch oder angefragt. Und in dem Moment sagen die, ja, aber jetzt muss ich nochmal meine Freundin fragen. Dann hat man mühsam irgendwie geklärt, ja, du kannst hier mit einen Reservierungsauftrag machen, dann kann deine Freundin nochmal in aller Ruhe mitbestimmen. Und in dem Moment sagt er, ja, aber ich muss nochmal meinen Steuerberater fragen. Ob die Steuerrückzahlung kommt und wenn ja, dann kann ich mir das leisten. Dieser Effekt nennt sich die Wanderbaustelle. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass der Einwand wirklich isoliert ist, das heißt, dass der alleine steht. Gut, das war das nächste Symbol. Was wächst aus der einen Wand, aus dem Einwand? Die Lippen. Die Lippen. So, die Lippen stehen für den Einwand beantworten. Wenn ihr mitgezählt habt, das ist der 5. Prozessschritt. Die meisten Verkäufer, sobald sie einen Einwand hören, wir haben die Dinger ja alle schon 1000 Mal gehört, ne? Beantworten wir die auch gleich. Der Kunde muss sie auch gar nicht aussprechen, wir wissen ja sowieso, was kommt, oder? Mir hat mal einer gesagt, Thomas, ich bin als Einwandbehandlungskampfmaschine ausgebildet worden. Gib mir einen Einwand und ich gebe dir eine Beantwortung von dem Einwand. Gib mir einen Einwand und ich sorge dafür, dass du weißt, dass das überhaupt kein Problem ist. Das läuft bei dem Kunden eher nicht so gut runter, diese Art damit umzugehen. Also den Einwand beantworten wir erst, wenn wir A, sicher sind, dass wir genau verstanden haben, was das Problem ist. B, wir sind sicher, dass das wirklich der einzige, das ist, was den Kauf gerade verhindert. Und dann erst beantworten wir den Einwand. Und der Wetterballon, der steht für einen Probeabschluss. Und der Wetterballon ist ja dazu da, irgendwie in die Atmosphäre zu steigen und mal zu gucken, wie das Wetter ist. Meiner Meinung nach ist es falsch zu fragen, ja, wollen wir dann jetzt einen Kaufvertrag machen, also den Kunden nach dem Abschluss zu fragen, sondern wir machen einfach einen Abschluss und sehen, fliegt das Ding oder fliegt es nicht. Wenn es nicht fliegt, können wir immer noch von vorne anfangen.
Okay, soweit die Theorie. Machen wir das einfach mal durch, oder? Wer hat einen schönen Einwand? Thomas, ich würde mich mal eben, Guten Morgen sagen. Hier ist Angela. Moin, Angela. Ja, tut mir leid mit dem Google, ja, mit dem Google Hangout. Gar kein Problem. Ja. Genau, das wird aufgezeichnet. Das heißt, die fehlenden, weiß nicht, 10 Minuten oder was wir jetzt auf der Uhr haben, kannst du dir auch nochmal angucken. Wir gehen jetzt einfach mal live einen Einwand durch. Wer möchte? Also ich bin der Verkäufer und der sich jetzt meldet, ist der Kunde. Das heißt, er muss keinerlei planvolles Verhalten an den Tag legen. Carlo, bist du drin? Carlo? Ausgerechnet, ja. Carlo hat mich. Ja, alles klar. Carlo, welcher Einwand nervt dich am meisten? Oder welchen hörst du am meisten? Ja, eigentlich das drüber schlafen ist schon der häufigste. Okay. Gut, du hast jetzt ausgerechnet einen Nachhall, aber wir versuchen das trotzdem. Also wir spielen das einfach mal durch. Mensch, Herr Carlo. Dann haben wir das ja alles so. Sie haben hier eine wunderschöne Küche und für nur 17.000 Euro. Ich habe Ihnen hier 20% abgezogen. Das ist unser Einkaufsvorteil. Und dann konnte ich Ihnen hier nochmal 5% das Konto einräumen, weil Sie ja die Hälfte anzahlen können. Damit sind es aber 17.000 Euro. Das ist ein Toppreis. Den müssen wir jetzt sofort absichern, damit wir uns auch noch zu diesem Preis eindecken können. Ja, ich mache mal hier soweit den Kaufvertrag fertig, rechts unten und dann bitte festdrücken. So, jetzt bist du wieder dran mit deinem Einwand. Ja, das ist aber sehr, sehr toller Preis, den Sie mir da machen können. Und da glaube ich auch, dass ich nirgends irgendwie was Besseres kriege, aber ich möchte ja doch nochmal drüber schlafen. Ja, das freut mich. Wissen Sie, das ist ja auch eine Vertrauenssache, Küchenverkauf. Und wenn Sie sagen, der Preis ist zwar hoch, aber Sie sind sicher, dass das der Preis ist, den man da kriegen kann. Dann habe ich schon mal meinen Job gemacht und das freut mich auch total. Und wissen Sie, dass das Thema nochmal drüber schlafen, das ist bei solchen Ausgaben, ist das ja verständlich. Ne? Also für 17.000 Euro muss eine alte Frau lange stricken. Ich habe das auch nicht so auf dem Konto. 17.000 Euro gibt man nicht alle Tage aus. Dann wissen Sie, ich bin auch so. Wenn mir noch nicht alles klar ist, dann will ich mich auch nicht entscheiden. Dann will ich auch nochmal schlafen. Nur mal Interesse halber, Herr Carlo. Was genau ist denn Ihnen noch unklar? Ich sehe Sie zögern. Ja, ich müsste natürlich mit meiner Lebensgefährtin da auch nochmal drüber sprechen, weil das nicht so ganz fest im Detail besprochen war im Vorfeld mit ihr. Ah, klasse. Okay. Wissen Sie, das ist einfach ein guter Stil. Ich bin auch verheiratet und klar, wir haben beide unser eigenes Geld und wir können beide theoretisch kaufen, was wir wollen, aber man lebt ja zusammen und die Küche muss ja nachher auch beiden gefallen. Also muss das auch vernünftig besprochen werden. Hier, wir springen mal kurz raus. Ich bin nach den Puffern in die Nachfragen, Nachforschen-Stufe übergegangen. Ne? Was genau lässt Sie denn noch zögern? Was geht Ihnen da noch durch den Kopf? Was genau ist Ihnen noch nicht klar? Das sind die Fragen, die da kommen. Mhm. So, der nächste Schritt ist, jetzt, und übrigens, es kam ja ein neuer Einwand, ne? Statt ich möchte nochmal schlafen, kam jetzt Freundin fragen. Wo sind wir also von der Systematik her wieder zurück beim Puffer? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wissen Sie, die Argumentation ist immer gleich beim Puffern. Ich bin okay, du bist okay. Lieber Herr Carlo, das ist völlig okay. Wissen Sie, ich lebe auch in einer Beziehung und meine Frau wäre auch nicht begeistert, wenn ich einfach hingehen würde und eine Küche kaufen würde. Und es ist sie budgetmäßig dabei und zum Zweiten muss sie ja auch drin wohnen und kochen und leben, muss ja beiden gefallen. Das ist wieder der Puffer.
Ich mache das übrigens so lange, ich kann den Herrn Carlo natürlich jetzt nicht sehen, bis der Kunde rhythmisch nickt. Deswegen wollte ich das irgendwie als Google Hangout machen, dann kann man sich nämlich gegenseitig sehen und dann sieht man die körpersprachlichen Signale. Es hat erst Zweck, den nächsten Schritt zu gehen, wenn wir absolut sicher sind, dass der Kunde völlig entspannt ist und uns nett findet und nicht irgendwie unter Stress ist. Okay, aber ich glaube, bei Herrn Carlo ist das jetzt soweit. Ich habe gepuffert den Einwand, dass er seine Freundin fragen muss, indem die Argumentation ist immer gleich, ich bin okay, du bist okay. Und wie kann man dem anderen besser klar machen, dass er okay ist, als indem man sagt, du, bei mir zu Hause wäre das auch nicht anders. So, jetzt forschen wir beim nächsten Einwand nach und fragen, nur mein Interesse halber, Sie sagen, das ist noch gar nicht so klar und so abgesprochen. Wie weit sind Sie denn da mit Ihrem Entscheidungsprozess zu Hause? Also weiß Ihre Partnerin, dass Sie eine neue Küche kaufen wollen, Herr Carlo? Ja, das weiß sie. Wir haben da im Groben mal drüber geredet, dass wir die alte austauschen wollen, aber okay. Von der Ausstattung her noch nicht ganz im Detail. Alles klar. Haben Sie sich auch über ein Budget schon ungefähr unterhalten? Ja, das haben wir auch gemacht. Okay, gut. Das ist ja auch enorm wichtig, dass da nicht einer hingeht und irgendwelche seltsamen Alleingänge macht. Sowas kommt in einer guten Beziehung, sollte das nicht vorkommen. Eine kleine Geschichte am Rande ist echt passiert. Ich saß mit einem Freund zusammen beim Essen. Das ist schon 15 Jahre her. Mit einmal klingelte sein Handy und er ging dran und fragte nach. Also ich merkte, dass da war seine Freundin dran, die kannte ich auch. Ja, und wo denn und wie denn und wie viel denn und was denn und alles schon fertig. Und dann legte er auf und sagte, du glaubst es nicht, aber Elena, das war seine Freundin, die hat gerade eine Wohnung gekauft und ich wünschte, sie hätte mich gefragt. Und wissen Sie, ich möchte nicht, dass sowas irgendwem passiert, auch nicht Ihnen, Herr Carlo, oder Ihrer Freundin. Sowas finde ich absolut übel. In einer Beziehung macht man sowas nicht. So, das war wieder ein bisschen puffern. Jetzt, ihr merkt schon, ich frage weiter nach, wo ist denn das Problem? Ich meine, wenn seine Freundin noch nicht mal weiß, dass er losgestiefelt ist, eine Küche zu kaufen, dann muss man da gar nicht, also ich glaube, dann muss man echt nicht mit angehaltenem Atem warten, ob das Ding noch klappt. Aber Herr Carlo sagt, Freundin weiß, dass eine Küche gekauft wird, Freundin hat das Budget abgenickt. Prima, Herr Carlo, dann nur mal Interesse halber, also worüber haben Sie sich denn schon unterhalten oder welche Küchen haben sich denn schon gemeinsam angeguckt? Das macht man ja normalerweise, wenn man da losgeht. Ja, wir haben schon, so wie wir das jetzt gemeinsam geplant haben, Sie und ich, so in der Richtung sind wir schon beide unterwegs gewesen, dass wir das wollen für die Zukunft. Alles klar, prima. Das freut mich. Das heißt, Nobilia war schon gemeinsam abgeklärt und dass Sie hier so eine L-Konstruktion machen, das gibt der Raum ja auch mehr oder weniger vor, ne? Genau. Sie sagten, Ausstattungsmerkmale waren noch nicht ganz klar. Welche Ausstattungsmerkmale dieser Küche haben Sie noch nicht mit Ihrer Freundin besprochen, nur mal Interesse halber? Ja, den Backofen und den Geschirrspüler, das war uns noch nicht ganz klar, wie das sein sollte. Klar, ja. Okay, prima. Das heißt, nur mal Interesse halber, wenn Ihre Partnerin jetzt hier wäre, das ist der nächste Schritt, Einwand, Vorwand klären. Gibt es außer der Tatsache, dass Ihre Partnerin halt gerade nicht hier ist und das Thema Backofen und Geschirrspüler halt noch nicht abgenickt hat, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Nö, ansonsten ist alles gut, ja. Okay. Gut, damit ist der Einwandvorwand geklärt. Jetzt müssen wir den Racker nur noch isolieren. Das heißt, dafür sorgen, dass das wirklich der einzige ist und dass das Ding steht. Wir rütteln jetzt an der einen festen Wand. Und die Frage ist immer gleich, wenn das Problem, was das Problem ist, gar nicht bestünde, könnten Sie sich dann entscheiden? In diesem Fall Partner nicht da, frage ich immer das Gleiche. Mensch, stellen Sie sich nur mal vor, rein Interesse halber, wenn Ihre Partnerin hier wäre und die wäre genauso begeistert von der Lösung, die Sie hier gewählt haben, die Sie hier gewählt haben,
wie Sie es jetzt sind, würden wir dann hier und heute ins Geschäft kommen, Herr Carlo? Ja, doch, das denke ich auf jeden Fall, ja. Ah, das ist klasse. In dem Moment ist der Einwand isoliert und ich kann zum nächsten Schritt gehen, nämlich den beantworten. Wissen Sie, das ist, da habe ich eine Idee, das ist überhaupt kein Problem. Das wirklich Wichtige ist, dass wir den Preis reservieren. Denn was wir hier haben, ist ein Kontingentpreis, den hat unser Einkaufsverband verhandelt. Wenn wir im ganzen Jahr nur eine Küche bei Nobilia kaufen würden und nur ein Set Geräte bei Siemens, dann würden Sie den Preis bezahlen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, nicht? Diesen Listenpreis. Aber das Gute ist, wir haben verhandelte Einkaufskonditionen. Wir gehören zu einem der größten Einkaufsverbände in Deutschland. Das heißt, wir nehmen den Möbelhändlern für ein paar Milliarden Euro Möbel ab. Sie können sich vorstellen, dass wir da nicht den Listenpreis bezahlen. So, aber das sind Kontingente, das heißt begrenzte Mengen und die sind verhandelt. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Ihnen den Preis reserviere, solange ich noch garantieren kann, dass wir zu diesem Preis auch einkaufen können. Machen wir es so, das ist jetzt der Probeballon. Ich schreibe das so für Sie auf und notiere hier ausdrücklich das Thema Backofen und das Thema Geschirrspüler war es. Ne? Das lassen wir hier noch offen. Ich schreibe das rein, sage aber vorbehaltlich, dass es Ihrer Partnerin passt. Und dann haben wir für die wirklich wichtigen Sachen schon mal den Preis reserviert. Den Geschirrspüler, den muss ich noch nicht heute und nicht morgen bestellen, sondern das reicht dann noch in 2 Wochen. Und ich habe Ihnen auf jeden Fall mal den Preis reserviert. Also, ich habe das hier so fertig geschrieben, Herr Carlo. Dann können Sie zu Ihrer Freundin nach Hause gehen und wenn die nochmal sich den Geschirrspüler angucken will, guckt sie sich den an. Wenn die sagt, das ist alles okay, dann rufen Sie mich an und dann gebe ich den Vertrag ein. Ja, dann rechts unten feste drücken. Jawohl, super, vielen Dank. Okay. Gut, das war einmal ganz durch. Was sind so eure Gedanken dazu? Also was ich ganz gut fände, wenn man so ein paar, ich sag mal in Anführungsstrichen, Floskeln an die Hand bekäme. Also ich arbeite unheimlich gern mit Bildern, ne? Dass ich den Leuten das Ganze so im Kopf visualisiere. Also das würde, wenn ich da noch mal ein Spektrum ein bisschen größer wäre. Also dieses Ganze, was du jetzt gerade gesagt hast, das kenne ich rauf und runter. Stift weglegen, Leute zum Lachen bringen, ja. Weg vom Thema und dann wieder auf den Haupteinwand fokussieren. Also das ist für mich jetzt ganz ehrlich nichts Neues. Also was ich gemerkt habe bei deinen ganzen Schulungen, da gab es immer mal so ganz nette, so wie jetzt mit der Wand, mit der Lupe und so weiter, ganz nette Visualisierungen. Also wenn man das auch dann verbalisieren könnte beim Kunden. Also so arbeite ich jedenfalls gerne und auch recht erfolgreich. Also ich glaube, dass wir alle rauf und runter wissen, dass wir uns nicht beim Kunden auf das Thema zu sehr fokussieren dürfen, also um die Probleme nochmal mehr zu ausdrücken, ne? Sondern weg vom Thema, Entspannung für Entspannung und dann eben mit ein paar lockeren Mensch, irgendwie, also so ein paar Sprüche, die einfach den Menschen locker werden lassen, ne? Also weg von dieser Stresssituation. Okay. Würde mir jedenfalls sehr helfen. Ne? Gut, lassen Sie es einfach nochmal an einem Beispiel durchmachen. Wer hat den nächsten Einwand? Ich möchte mir noch ein anderes Angebot einholen. Bettina hier. Okay, Bettina. Also, du machst auch Küchen? Ja, ne? Ja. Ja. Du machst auch Küchen. Ja, super. Frau Bettina, da haben wir eine schöne Küche für Sie geplant. 15.000 Euro, das ist jetzt auch hier unsere Küchenaktion. Zeitlich begrenzt. Wichtig ist, dass ich Ihnen den Preis hier schon mal reservieren kann. Ne? Also ich schreibe das so für Sie auf. Rechts unten feste drücken. Jetzt du mit deinem Einwand. Ja, also Küche ist ja sehr schön, aber Sie wissen ja, der Markt ist groß. Ich würde mir gerne noch mal 1 oder 2 Angebote einholen. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. Ne? So, und jetzt die Floskeln. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, Angela, aber
Ich haue immer die gleichen Sachen raus. Wissen Sie, das wird einem ja auch erzählt in Funk und Fernsehen. Ne? Geiz ist geil und man soll einfach immer grundsätzlich vergleichen. Und wissen Sie, ich bin ja auch nicht anders. Das macht ja keinen Sinn, mehr Geld auszugeben, als man ausgeben muss. Gerade nicht, wenn es sich hier um eine ordentliche Investition handelt wie 15.000 Euro. Also Frau Bettina, da kann ich Sie sehr gut verstehen. Ich höre das auch zunächst oft von meinen Kunden, dass sie einfach ein gutes Gefühl dabei haben wollen, dass das der beste Preis ist, den sie kriegen können für diese Küche und die Leistung. Ist das, habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das ist schon so, ja. Also das nennt sich aktives Zuhören, ne? Einfach nochmal den rückspiegeln. Prima. Also ich sehe, dass Sie sich einfach noch nicht sicher sind, ob das der beste Preis ist. Kann ich sehr gut verstehen. Warum genau meinen Sie, dass Sie woanders noch einen besseren Preis kriegen können? Also das interessiert mich jetzt persönlich als Verkäufer. Ja, es ist ja zum Beispiel in der Werbung immer so diese Preisgarantie, 10% günstiger als der Mitbewerber. Das wollte ich mir schon mal angucken, wie das so läuft. Ja, also die Preisgarantie läuft folgendermaßen. Ne? Wenn Sie woanders nachweisen können, dass Sie die Küche billiger kaufen können, dann steigen die in der Regel drauf ein. Das ist tatsächlich ist so, machen wir auch. Wir gehören zu einem der größten Einkaufsverbände und haben da überhaupt kein Problem, bei den meisten Sachen mitzugehen. Jetzt klären wir, ob das ein Einwand oder ein Vorwand ist. Gibt es außer der Tatsache, dass Sie einfach noch sich sicher werden wollen, dass das der beste Preis ist, den Sie kriegen können, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Nö, so haben wir ja eigentlich schon alles besprochen, wie es sein sollte. Also, mir geht es jetzt wirklich noch um den Preis, ob ich da nicht doch noch ein Schnäppchen irgendwo machen kann. Okay, kann ich gut verstehen. Wissen Sie, das Schnäppchen ist bei 15.000 Euro, ist ja auch eine Menge. Ne? Ich kenne Leute, die fahren wegen irgendwie durch die halbe Stadt, weil es irgendwo bei Netto Hackfleisch billiger gibt. Und wird man das bei der Küche auch machen. Einwand, Vorwand ist geklärt, also scheint tatsächlich der Einwand zu sein. Also isolieren wir das Ding. Wir fragen also, wenn das kein Thema wäre, könnten Sie sich dann entscheiden. Ich verstehe, dass Sie nochmal woanders gucken wollen. Das ist auch völlig okay, aber nur mal Interesse halber. Wenn Sie jetzt Ihre Runde durch die anderen Möbelhäuser schon gemacht hätten, und Sie hätten alle Preise abgefragt und Sie wären sicher, dass das hier der beste Preis ist, würden wir dann hier und heute ins Geschäft kommen? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay, prima. Wissen Sie, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Jetzt kommt Einwand behandeln. Sie haben das Thema schon erwähnt, wir haben eine Bestpreisgarantie. Das heißt, zusätzlich zum Kaufvertrag schreibe ich Ihnen hier auf, wenn Sie irgendwo anders nachweislich diese Küche, also selbe Leistung, wir liefern die und bauen die auf, und dieselbe Küche günstiger kriegen sollten, was sehr, sehr wenig wahrscheinlich ist, dann gehen wir auf den Preis ein und geben Ihnen hier noch ein Geschenk, ich glaube 300 Euro als Warengutschein oder was auch immer, wie das in Ihrer Firma halt ausformuliert ist, das Ding. Prima, dann mache ich das so für Sie fertig, schreibe Ihnen hier die Preisgarantie dazu und Sie können sich dann in aller Ruhe umgucken oder können es lassen. Wichtig ist, dass Sie das gute Gefühl haben, Sie haben den besten Preis gekriegt, den Sie kriegen können. Ja, ich mache Ihnen das dann so fertig. Rechts unten und festzudrücken, Frau Bettina. Okay. Gut. Okay. So machen wir das. Also die Nummer ist immer gleich, nicht? Die Bestpreisgarantie, die zieht aus zwei Gründen nicht. Einmal, weil sie lasch verkauft wird und zum anderen, weil sie zu früh kommt, bevor man abgeklärt hat, dass das der Einwand oder der Vorwand ist und dass es wirklich, wirklich darum geht. Die Leute haben tatsächlich ein Problem. Die hassen, und das ist bei mir genauso, wenn ich irgendwas kaufe und
Und als nächstes erzählt mir mein Schwager, dass ich das 500 Euro billiger hätte kriegen können, dann muss ich brechen. Egal, ob es mir das vorher wert war oder nicht, nachher bin ich unzufrieden. Und die Bestpreisgarantie vernünftig angewendet, hebelt genau das aus. Und die Erfahrung ist, ich habe das in mehreren großen Häusern wirklich zu 100% umgesetzt. Ich habe die Verkäufer auf Nett gezwungen, zu jedem Kaufvertrag eine Bestpreisgarantie dazuzulegen. Nur in den seltensten Fällen scheppern die Leute damit los und checken wirklich noch 3-4 Mal gegen. Und da, wo die dann aufkreuzen, da sagen die Lokalleute ja auch Augenblick, sie haben einen Kaufvertrag unterschrieben, ja, und ich soll jetzt nochmal planen. Lecco mio, das machen wir aber nicht. Also, vernünftig eingesetzt, haut das Ding erstaunlich oft hin, aber man muss erstmal die anderen 5 Prozessschritte durchgehen. Ich sag mal so, es ist ja oft gar nicht der Preis, der am Vertrag hindert, sondern eher so diese Entscheidungsangst, ne? Dass die Leute einfach so, huch, jetzt muss ich 15.000 Euro ausgeben, jetzt wird es ja, oh Gott, jetzt geht mein Wecker, jetzt wird es ja ernst. Und ich finde, das ist auch so ein Thema, ne? Dass die Leute einfach, oder die kommen dann so und sagen, ja, wir sind das erste Geschäft, wo wir gerade nach dem Sofa schauen, oder wir waren jetzt so gerade spontan nur hier, wir wollten ja eigentlich gar kein Sofa kaufen. Also geht es gar nicht um den Preis, sondern eher ja um das Thema. Ja, das sind irgendwie andere Einwände, ne? Also das finde ich so, der Preis, finde ich, ist für mich gar nicht so das Thema. Also diese mehr diese psychologischen, diese Hindernisse, sich jetzt festzulegen, sich zu committen und zu sagen, so, wir machen das jetzt, ne? Ja. Das ist viel schwieriger, wenn man so diesen Menschen, es gibt ja so Situationen, wo die einfach sagen, wir machen grundsätzlich keine sofort, also ältere Leute, ne? Die haben ja grundsätzlich Ängste, so schlechte Erfahrungen. Junge auch. Du, das auch ist leicht, ja, genau. Aber so, ne, egal, die haben einfach Angst vor auch, ja, dieses sich festlegen. Also das fände ich toll, wenn ich jedenfalls, ich hätte da, wenn ich da hätte ich noch Bedarf, ein paar Hilfen zu bekommen, ne? Also die Systematik, ich mache die immer beim Thema Einwandbehandlung. Der Kunde hat folgendes Entscheidungsproblem. Ich habe da jetzt keine Grafik dafür. Es geht ein wunderschönes Sofa in deinem Fall von deiner Firma an den Kunden. So, dieses Sofa hat bestimmte Ausprägungen. Das ist rot, das ist aus mundgekaute Nappa-Leder, das ist ein paar Meter lang und das kostet 4.000 Euro. Mit all diesen Sachen kann der Kunde ein Problem haben. Mit Rot, mit dem mundgekauten Nappa-Leder und mit den 4.000 Euro. Auf der anderen Seite gehört zu dem Entscheidungsproblem die Investition an sich. Ist es wirklich eine pfiffige Idee, 4.000 Euro für ein Sofa auszugeben? Kann ich mir das leisten? Ja, die ökonomische Situation in Europa ist seltsam, immer gewesen, aber zurzeit besonders. Das heißt, dem geht durch den Kopf, brauche ich das Geld nicht für was anderes? Will ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Ist die Sofa das wert? Und dann der dritte Teil des Entscheidungsproblems ist, traue ich dieser Frau Angela über den Weg? Denn der Kunde hat nichts außer der Aussage des Verkäufers, dass das ein guter Preis ist, dass das ein gutes Sofa ist. Ja, wenn du zur Firma Audi gehst und sagst, ich will ein Auto, dann weißt du ungefähr, was du kriegst. Und jeder weiß auch, ist nicht ganz billig und nicht ganz teuer. Aber das Problem ist bei Sofas, kennen die Leute sich nicht aus. Können Möbelverkäufer mir sagen, was sie wollen. Die Leute haben keinen Schimmer. Und selbst wir wissen es nicht. Ich bin mit Leuten über die Messe gegangen, Einkaufsprofis, und habe gefragt, auf 10 Meter Entfernung, was darf dieses Sofa kosten? Und die lagen alle plus minus 1.000 Euro schief. Also, dass der Kunde sich nicht entscheiden kann, ist für mich ganz klar in vielen Fällen. Der hat einfach ein ungutes Gefühl. Wir entscheiden alle mit dem Bauch, nicht mit dem Kopf. Und in den meisten Fällen besteht Einwandbehandlung darin, dem Kunden zu helfen, sich über seine Gründe überhaupt erstmal klar zu werden, dass er es nicht entscheiden kann. Wollen wir es einmal durchmachen, Angela? Du bist ja, Kunde? Ja, gerne. Okay. Ja, super Sofa, was wir hier für Sie haben. Wir haben ja auch gerade unsere Himola-Aktionstage.
Da sehen Sie an dem fetten Imola-Truck vor der Tür. Das Gute ist, hier über die Vertreter, die da im Truck sitzen, kriege ich ganz andere Preise, solange die da sind. Die Firma Imola bezuschusst das also. Wichtig ist, dass wir Ihnen hier den Preis möglichst schnell sichern, denn Sie haben uns auch nur ein bestimmtes Kontingent gegeben. Also ich schreibe das so für Sie auf, 4.500 Euro für die Imola 1902 im Lederstuhl für 7, mundgekautes Nappa-Leder. Das ist ein super Ding, was Sie hier haben. Damit werden Sie lange Spaß haben. Wie ist denn so, und jetzt frage ich immer gleich ab, übrigens beim Verkauf, beim Abschluss. Der Trick ist, anzufangen zu schreiben und dem Kunden nicht in die Augen zu gucken. Ja, Mama hat gesagt, das ist nicht höflich, aber in diesem Fall macht das total Sinn. Denn der Kunde soll nicht in meinen Augen sehen, ja, macht die das jetzt oder macht die das nicht? Eieiei, ob die Nummer jetzt klappt, das ist total ungünstig. Also ich gucke entweder, wenn ich Direkterfassung mache, was ich prinzipiell nicht mache, in den Computer, wenn ich auf einen Auftrag schreibe, schreibe ich direkt drauf. Direkt auf das Ding. Manchmal, und ich frage dann, so, wie ist denn Ihr Vorname, Frau Angela? Jetzt keine, bitte keine Nachnamen. Lieferadresse, in welche Straße geht das und so weiter und so fort. Und irgendwann sagen die, wenn sie ein Problem haben, stopp. Übrigens, wenn ihr Handkaufverträge benutzen dürft, das ist echt das Beste. Und ich schreibe da relativ früh drauf. Ich verkaufe, oder ich habe früher, jetzt nicht mehr, aber ich habe früher viel an Wochenenden und auf Messen verkauft und so. Und wenn ich den Namen klar hatte, Angela sowieso, dann habe ich schon Angela sowieso auf den Vertrag geschrieben. Dann sagten die, ach, ja, was machen Sie denn hier? Ist das ein Vertrag? Und meine Antwort war immer gleich. Nee, also ich habe auf der Berufsschule gelernt, ein Vertrag entsteht durch Angebot und Annahme. Solange ich auf dieses Formular schreibe, ist das ein Angebot. Wenn Sie Ihren Namen drunter schreiben, dann wird das zum Vertrag. Aber wir wollen ja hier alles zusammentragen und deswegen mache ich mir schon mal Notizen. Boom. Je eher der Kunde sich an einen Vertrag gewöhnt, desto besser ist das. Also, ich sage so, wie ist denn Ihr Vorname und die Lieferadresse und jetzt haust du irgendwann deinen Einwand raus. Nee, also so schnell geht das nicht. Ne? Also ich meine, ich finde das Sofa toll und es gefällt mir, den Preis finde ich auch super. Also eigentlich ist es schon wirklich so das, was wir suchen. Ja, aber es ist ja so, wir müssen uns erstmal umschauen. Wir müssen erstmal wissen, was es so auf dem Markt gibt. Hier gibt es ja noch 2, 3 andere Möbelgeschäfte in der Nähe. Wir haben uns vorgenommen, heute am Samstag die alle abzuklappern und dann kommen wir heute Abend zurück. Alles klar. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. Große Entscheidungen wollen reiflich überlegt sein und man kauft sich ja nicht jedes Jahr ein Sofa, ne? Also die Statistik sagt, alle 17 Jahre kauft sich der Durchschnittsdeutsche ein Durchschnittssofa. Und das will man ja auch gut überlegen. Und 4.500 Euro gibt man ja auch nicht alle Tage aus. Also ich habe das Geld auch nicht so auf dem Girokonto rumliegen. Und auch deswegen will man ja sicherstellen, dass das alles passt. So, das ist das Thema Puffer. Und ich mache das so lange weiter, bis ich sehen kann, dass Sie sich verstanden fühlen. Jetzt nochmal ein bisschen aktives Zuhören. Verstehe ich Sie richtig? Sie haben sich vorgenommen, einfach nochmal durch 2 andere Möbelhäuser zu gehen. Und damit Sie sich sicher sind, dass das ideale Sofa ist und der Preis passt. Und dann kommen Sie wieder und kaufen das bei mir. Ja, irgendwer genau, macht rhythmische klar, Sachen mit seinem Telefonhörer. Der sollte es lassen. Gut. Damit ist das Puffern fertig. Jetzt frage ich nach. Ja, also ich sage dann, ja, das ist alles gut. Ja, aber trotzdem, wir wollen uns so ungefähr einen schönen Nachmittag machen. Das kann ich total gut verstehen. Wir springen jetzt einfach wieder in den Dialog. Das kann ich total gut verstehen. Wissen Sie, Möbelhäuser sind ja auch so gemacht, dass es Spaß geht, da durchzugehen. Und kann man schön Kaffee trinken, sich schöne Möbel angucken. Und das passt ja auch. Und wissen Sie, ich habe auch verstanden, dass Sie das machen wollen und machen werden. Und das ist überhaupt kein Problem für mich. Wissen Sie, ich arbeite schon seit 10 Jahren hier. Und wenn alles gut läuft, muss ich mal mindestens noch 10 Jahre arbeiten. Und ich arbeite ja auch gerne.
Das heißt, ob Sie jetzt kaufen oder in 3 Stunden, ist für mich völlig wurscht. Ehrlich gesagt, auch wenn Sie nächste Woche kaufen, passiert nichts Schlimmes. Also die Firma gibt es seit 100 Jahren, die wird es auch noch 100 Jahre geben. Also ist völlig okay und durch Möbelhäuser laufen macht ja auch Spaß und man will sich auch einfach mal inspirieren lassen. Ne? Genau. Jetzt frage ich nach, nur mal ein Interesse halber, durch welche Möbelhäuser haben Sie denn noch so auf dem Zettel? Hier ja, in der Nachbarschaft. Ja, um die Ecke ein paar Namen, ne? Also sagen die dann. Okay, gut. Also ich versuche schon ein bisschen rauszukriegen, was die da vor der Brust haben. Und jetzt muss ich rauskriegen, wo es genau hakt. Wissen Sie, ich merke schon, Sie sind noch relativ früh im Einkaufsprozess, ne? Und Sie sind sich offensichtlich noch nicht sicher, zögern noch. Was genau lässt Sie denn noch zögern? Ist es der Zweifel, ob das wirklich das schönste Sofa ist oder ist es der Preis? Was würden Sie sagen, was von beiden ist es denn? Ja, wie Sie sagen, ne? Ich meine, es gibt viele Möbel und wir möchten einfach vergleichen, wir möchten einfach gucken, was es auf dem Markt gibt und uns einfach inspirieren lassen. Und ja, wir werden heute auch kaufen, aber wir wollen einfach noch ein paar andere Möbelstücke, also Vergleichsmöbelstücke sehen. Ja, das ist klasse. Ja, ja. Wissen Sie, find ich gut. Man hat ja immer das Gefühl im Bauch, ist das wirklich das schönste Sofa, was ich jetzt für meine Wohnung und auch vielleicht für mein Budget kaufen kann. Und dazu gehen die Leute durch mehrere Möbelhäuser, das macht ja auch Sinn und deswegen haben wir auch alle große Ausstellungen, damit man da sich möglichst viel angucken kann. Also ich habe wieder gepuffert. Jetzt, also es scheint sich um die Ware zu handeln. Ne? Sie ist sich noch nicht sicher, dass das schönste Sofa ist. Gibt es außer dem Thema, dass Sie noch nicht wissen, ob es da draußen vielleicht noch irgendwie ein schöneres Sofa gibt, zu dem Preis, den Sie ungefähr im Kopf haben? Noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Jetzt rütteln wir an und klären ab, Einwand, Vorwand. Ja, vielleicht bekommen wir woanders noch ein anderes Angebot, einen besseren Preis oder einen anderen Preis. Also, Preis ist auch ein Thema. Ist ja auch klar. Jetzt habe ich übrigens einen neuen Einwand, ne? Und Puffer wieder. Preis ist auch ein Thema. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. 4.500 Euro, da muss eine alte Frau lang für stricken. Und große Entscheidungen wollen auch reiflich überlegt und abgeglichen sein. So, und jetzt würden wir hier nochmal einsteigen, genau nachfragen. Beim Preis ist übrigens auch wieder folgende Sache. Meistens üben sich Verkäufer im Gedankenlesen. Das heißt, Preis, wenn die Preis hören, dann denken die automatisch, der Kunde denkt, das gibt es woanders billiger und gehen mit dem Einwand um. Aber wenn die Leute Preis sagen, dann kann das verschiedene Sachen bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, ja, das, worauf alle sofort anspringen, ist, das gibt es woanders billiger. Ja, weil der Möbelhandel komplett ein Schuldkomplex hat, was seine Preise angeht. Jeder denkt, die anderen sind wesentlich billiger. Das Thema Preis, wenn der Kunde sagt, Preis ist das Thema, es kann aber noch andere Sachen bedeuten. Eine Frage ist dieses Sofa das wert? Ja, ist Himola wirklich der Mercedes-Benz unter den Sofas? Wie wir natürlich nicht müde werden zu erzählen. Oder gibt es noch was anderes? Ja, ist es das wert? Dann ist es mir das wert. Ich zum Beispiel würde mir lieber eine Hand abhacken, als 4.500 Euro für ein Sofa ausgeben. Ja, und ich bin nicht ganz arm und nicht ganz reich, aber ich sehe das einfach nicht ein, für ein Sofa 4.500 Euro auszugeben. Das sind alles Sachen, die dem Kunden durch den Kopf gehen können und die sich lohnt zu erfragen. Also, ich frage wieder nach, hol die Lupe raus. Nur mal Interesse halber, ich habe verstanden, dass Sie noch durch andere Möbelhäuser laufen, aber tun Sie mir den Gefallen.
damit ich genau verstehe, wo Sie da noch zögern. Sie sagen Preis. Was genau am Preis wollen Sie denn da noch abklären in den anderen Möbelhäusern? Ja, das Hauptproblem ist ja eher, dass die ja gucken wollen, ne? Also der Preis, Ah, okay. ne? Also eher dieses, ja, eine Übersicht bekommen, ne? Vergleichen, was man ja auch respektieren muss. Also und wie ich dann so vorgehe, ich versuche eben, das meine ich eben mit diesem psychologischen. Ich sage dann ja, ich kann Sie super verstehen. Ich arbeite jetzt 30 Jahre in der Möbelindustrie und ich kenne das, was Sie mir gerade erzählen. Das höre ich öfters. Und ich bin ganz d'accord, vielleicht mal gemeinsam zu überlegen, ja, warum das so ist, dass Sie jetzt vergleichen möchten. Also ich hatte das Gefühl, Ihnen gefällt das Genau. super, super gut und es hat Spaß gemacht, gemeinsam da durchzugehen, das, die Beratung durchzuziehen. Und naja, ich könnte wetten, wenn Sie gleich das Haus hier verlassen, dass Sie nicht mich, dann lache ich dann immer so, gleich vergessen haben. Aber irgendwie, das ist doch so, wenn Sie gleich ins nächste Möbelgeschäft gehen, dann müssen Sie wieder von vorne anfangen, wieder den richtigen Möbelberater finden. Naja, und ganz ehrlich, Zeit ist Geld. Und jetzt möchte ich Ihnen mal ein tolles Angebot machen. Ich gebe Ihnen jetzt so einen Jetzt und Hier und Heute Tagespreis. Und Sie sparen sich die Zeit, anstatt neue Sofas anzuschauen, können Sie lieber für das Geld, was Sie jetzt sparen, schick und lecker essen gehen. So. Und dann klappt das ganz gut eigentlich, indem ich eben ja eher schon einen Schritt weiter gehe, die Entscheidung also suggeriere und indem mit dem Geld, was Sie sparen, weil wir sitzen ja mitten in der Innenstadt, lieber sich einen schönen Tag machen. Also somit fahre ich sehr, sehr gut. Angler, find ich eine super Lösung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass du direkt vom Puffer im Prinzip in die Einwandbehandlung, also in die Beantwortung springst. Das kann klappen, wenn das tatsächlich das einzige Thema ist, was die haben. Genau. Aber wir machen das den Abschluss sicherer, indem wir halt die anderen Schritte dazwischen schalten und klären, was genau ist es denn am Preis. Alle Möbelhändler denken, weil sie einen kollektiven Schuldkomplex haben, was den Preis angeht, der Kunde glaubt, dass es woanders billiger geht. Aber das ist es gar nicht in allen Fällen. Und wenn es das halt nicht ist, wenn der Kunde einfach keine 4.500 auf der Naht hat, dann können wir auch 200 € runtergehen und die hat er immer noch nicht auf der Naht. Dann müssen wir über das Thema Finanzierung oder sonst was oder Zielkauf nachdenken. Also ich finde deine Einwandbehandlung finde ich super, die du hast. Wir haben nur generell gute Erfahrungen damit gemacht, den Prozess sauber vorzuschalten, damit man weiß, das ist wirklich das Thema, was ich beantworten muss. Und dann, was du auch super gemacht hast, ist den Abschluss vorausgesetzt. Prima, dann sparen Sie hier heute nochmal 100 €. Davon können Sie gleich echt krachen lassen, beim Restaurant Ihrer Wahl und noch eine Flasche Shampoos auf das schöne Sofa trinken. Also die beiden Sachen haben mir sehr gut gefallen. Ich bin nur immer vorsichtig, sofort in die Beantwortung zu springen. Denn ja, manchmal fühlt sich der Kunde überfahren, muss nicht passieren. Und manchmal haben wir nicht den wirklichen Einwand erwischt, sondern in echt ist er vielleicht alleine losgegangen und muss seine Freundin jetzt fragen. Oder vielleicht weiß er gar nicht, ob er so viel Geld auf dem Konto hat oder ausgeben kann. Und dann haben wir mit 100 € Rabatt nicht unbedingt das gemacht, was der Kunde in dem Moment braucht. Also ich gehe schon diese Schritte durch, ne? Also dass ich glaube, die ganzen Einwände oder versuche vorsichtig herauszufinden, ja, was genau, ich rede immer in Wir-Form, ne? Ich sage mal, lassen wir doch mal Ja, gemeinsam super. daran arbeiten, was ist denn der Grund, der Sie jetzt zögern lässt? Klasse. Also für alle Haben wir einen anderen, die Zettel und Wir-Form, machen Häkchen. Die Trainer nennen das Inklusivsprache, nicht? Den anderen immer mit reinnehmen. Und ich nenne das Krankenschwesterdeutsch. Ist mir im Zivildienst aufgefallen, in der Altenpflege, wenn die Krankenschwestern sagten, jetzt gehen wir mal aufs Klo, dann mussten die Krankenschwestern nie, sondern die alten Leutchen sollten halt aufs Klo gehen. Und genau, wenn man Leute durch einen Denkprozess durchführen will, ist die Wir-Sprache, die Inklusivsprache, das Krankenschwesterdeutsch empfiehlt sich. Ich habe übrigens, oder ich rechne auch mit Leuten gerne mal aus, wie viel Zeit sie schon in ihre Küche investiert haben und wie viel sie noch investieren wollen. Und wenn man da echt hochrechnet mit An- und Abfahrt und außerdem sind sie noch zu zweit und so, dann kommen die ganz schnell auf 20 Stunden.
Und dann frage ich, Mensch, 20 Stunden Ihrer Lebenszeit, was müsste Ihr Arbeitgeber Ihnen denn an Geld geben, damit Sie auf eine halbe Woche Urlaub verzichten? Dann sagen die, ja, auf eine halbe Woche Urlaub verzichten. Dann sage ich, naja, alles hat einen Preis. Also würden Sie für 5.000 Euro auf eine halbe Woche Urlaub verzichten? Dann sagen die, jupp. Auch für 3.000. So, und in dem Moment haben die sich klar gemacht, was sie das auch kostet, nämlich an Freizeit und an Benzin natürlich auch. Also Zögern hat einen Preis und es macht Sinn, wie Angela das schön vorgemacht hat, den klarzumachen, dass sie diesen Preis zahlen. Okay, eine Stunde ist vorbei, Einwandbehandlungsprozess, wir sind den gemeinsam durchgegangen, puffern, genau nachforschen, klären, ob es ein Vorwand oder ein Einwand ist, an der Pappmaché-Wand rütteln. Wenn der Einwand zu stehen scheint, den Einwand isolieren, mit Fragen wie, wenn das Problem gar nicht bestünde, könnten Sie sich dann entscheiden. Und dann erst den Einwand behandeln und den Probeabschluss machen, den Wetterballon losschicken und einfach den Abschluss voraussetzen, wie Angela das auch eben schön vorgemacht hat. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wir können das gerne wiederholen und dann klappt hoffentlich auch mein Google Hangout. Das ist noch cooler. Ich wünsche euch allen einen starken Tag und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, jederzeit wieder. Wir können jedes Verkaufsproblem durchgehen. Ich finde das eine gute Sache. Vor allen Dingen, wir nutzen diese Inhalte ja auch dann für unsere Werbung. Deswegen benutzen wir auch alle nur Vornamen und sagen nie, bei welchen Firmen jemand arbeitet und so. Also ich bin für solche extra Sessions immer zu haben. Sagt einfach Bescheid, was ihr noch braucht und dann machen wir die. Wunderbar, vielen Dank, Thomas. Jupp, ja, danke. Wünsche euch allen starken Tag und wir hören uns spätestens am Freitag. Super, genau. Danke. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.